Bei einer neuen Folge 30 Minuten mit. Heute möchte ich euch vorstellen The Banner Saga Teil 3. Geht gleich los, ein kleines Intro und dann sehen wir uns auch schon für die 30 Minuten. Bis gleich. Da. Jo, da sind wir auch schon. Hallo erstmal. Ja, dann wollen wir mal beginnen mit den 30 Minuten ab jetzt. Und zwar mit Banner Saga 3. Speicherdateien werden synchronisiert. Okay, wir wollen ein neues Spiel. Was will ich? Ich bin im Rock. Rock, ein Jäger aus der Ortschaft Skorgr, hat seine Tochter durch die Entscheidung verloren, die er während seiner Reise nach Aberrang, der Hauptstadt der Menschen, zutiefst bedauerte. Nachdem er unter seinem Banner zahlreiche Gefolgsleute versammelt hatte, musste Rock düstere Zeiten durchstehen. Dabei halfen ihm seine Geliebte Oddlife und sein Gefährte Iver, der sich jetzt den Valkar angeschlossen hat, um der Finsternis ein Ende zu setzen. Na, ein Rock. We were as far from safety as we could have been. Me, Rook and Alet. In a small town of Skor. So much has changed since then. We traveled the length of the world to escape serpents and dredge. And still it was not enough. What I do now is madness. Somewhere in the darkness, I've been told, lurks an answer to all our desperate questions. I will make sure it sees the light of day. All I care about now is that the friends, no, the family I fought to deliver to Aberrang, live to see the sun move again. Der wahre Held. Okay. Aufgestanden. Sie kommen wieder. Schon, aber wie? Du bist erschöpft. Zwar hat dir der König Zuflucht in Aberrang gewährt, aber unter einer Bedingung. Du musst deinen Beitrag leisten, die Belagerung an der Stadtmauer abzuwehren. Eine Belagerung nicht durch Wüter, sondern durch einen Mann, dem du geholfen hast, aus Börsgard zu entkommen. Rogar. Rogars Anhänger sind schon wieder zurück. Sie haben einen Rambok dabei. Rock? Bist du in Ordnung? Was nimmt man an mir? Geht's gut? Ich bin bloß müde. Kannst du mir verraten, warum wir den ganzen Weg hierher gereist sind, nur um gegen unsere eigenen Leute zu kämpfen? Wenn wir noch dort draußen wären, würden wir denselben Krieg führen wie sie. Es muss irgendwie anders gehen, die Stadt anzugreifen, die einem Schutz gewähren soll, ist doch völliger Quatsch. Dort draußen sind Tausende von Flüchtigen, aber es gibt nur einen Grund, warum sie Krieg führen. Rogar. Und er sieht aus einem Kriegszelt in sicherer Entfernung zu, wie seine Bannerträger die Tore angreifen. Der Mann vergiftet alles, was er anfasst. Gerüchten zufolge hat er schon einmal versucht, den Thron in Aberrang an sich zu reißen. Ich kann dem König kaum einen Vorwurf dafür machen, dass er ihn den Krähen überlassen hat. Aber die übrigen von ihnen sollten dafür nicht leiden müssen. Von den Toren her hörst du lautes Geschrei und das Krachen vom berstenden Holz. Die Wachen von Aberrang hasten auf ihre Posten. Sie haben das vordere Tor durchbrochen.
Schnell, wir dürfen hier nicht Fuß fassen. Sie dürfen hier nicht Fuß fassen. Wir ja, aber die nicht. Okay. Was haben wir denn mal? Wir nehmen mal die. Der mit 9 sieht auch ganz nice. Was haben wir noch? Eine Bogentante. Ich nehme mal einfach die ersten alle mit. Mehr kann ich nicht. Okay. Gegenstände. Boah, muss ich jetzt nicht gucken. Erstmal gucken wir uns mal die Schlacht an, was uns da überhaupt erwartet. Ich habe ja auch keine Ahnung. Tja, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Dum-di-dum-di-dum. Da geht's los. Uiuiui. Sieht ja schon mal mächtig aus. Schnell hierher, sie sind fast durch. Okay. Ich kann nur gucken im Moment. Die Einheiten kann ich auswählen, okay. Was kann sie machen? Oh, machen wir mal bereit. Sie... Nimm mal Deckung hier. Kann sie schon Zug beenden? Fähigkeiten, Angriff? Angriff. Auf was? Auf ihn? Ne, du sollst nicht die Körner da angreifen. Fähigkeiten? Raubvogel, Pfeilregen? Nein. Zug beenden. Oh shit, wollte ich gar nicht. Okay, er ist dran. Wir streifen ihn mal genau dahinter. Kann er was angreifen? Ja, nur die Dinger. Okay. Was hat er für Fähigkeiten? Zu den Waffen, zu viele Feinde. Beutemarkierung. Stufe 1. Okay. Beende deinen Zug. So, jetzt kommt Tante Schlag drauf. So. Sie soll ihn hier erwarten. Kann sie was machen? Angriff. Was kann sie machen? Was ist denn das? 2-2, 2 Schild, Faust. Fähigkeiten. Gift bewährt, festnageln. Stufe 1, Stärkepunkt mit der Gift bewährt. Stärkeschaden und Giftschaden durch Zeit, Bewegung durch die Einheit ist möglich. Ja, dann macht das doch. Wechselziel, achso, da steht das ja. Den sollst du. Okay, der hat schon mal kassiert. Oh, jetzt bist du. Du gehst hier erstmal und willst sie nachher verstärken. Was hast du für Fähigkeiten? Beleidigung, Heldenepos. Steck mir den mal. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Aua. Das ist gar nicht gut. Du kommst dem erstmal zur Hilfe. So. Halt. Da. Was haben wir denn hier? Gift bewährt, festnageln.
Verringert. Machen wir das erstmal. So. Du kommst da auch durch. Scheiße. Das ist gar nicht geil. Komm du der erstmal zur Hilfe. Fähigkeiten. Was haben wir? Raubvogel. Erhöht die Reichweite von Pfeilen und steigert die Trefferchance auf 100%. Nein. Pfeilregen. Wo können wir den hinmachen? Da? Okay, jetzt bist du wieder dran. Du unterstützt mal den Kollegen hier. Und welche Fähigkeit hattest du zu den Waffen? Beutemarkierung. Wirkt am Punkt Rüstungsschaden. Nee. Du sollst einfach nur angreifen. Alter, was habe ich denn hier gedrückt? Da. Nein. So, Angriff. Rüstung. Machen wir erstmal die Rüstung platt. Oh, das war der falsche. So, jetzt darfst du wieder. Wer ist denn da? Die. Okay. Kannst du da bleiben? Nee. Heldenepos? Nein. Ich will den noch gar nicht move. Kann der nicht sonst irgendwas? Angriff. Ja. Ist der nur zu nah oder was? Dann greif den an, scheißegal. Der hat gekriegt, der hat Gift. So, du gehst dahin und greifst den Kollegen auch an. Eine prozentuelle Trefferchance bei der Rüstung ist hier, damit die Angriffe nicht okay. So, du. Rasten? Auf gar keinen Fall. Angriff. 90% auf ihn. Los. Ich muss die Rüstung zerstören, damit... Achso. Okay. Du. Okay. So. Die sind eingekesselt. Da steht er, da steht er, da steht er. Okay. Du kannst trotzdem mal da hingehen. Und einen Pfeilregen entfesseln. Und zwar... Ne. Ach so, das ist ja... Okay. Ich hab's gecheckt, ich hab's gecheckt. Raubvogel konnte nochmal. Pfeile, Trefferchance. Angriff. Dann machen wir mal seine Rüstung platt. Okay, der hat gesessen. So, wer ist denn jetzt dran? So, du bist dran.
Dann. Machen wir das mal. Haben wir jetzt einen getötet? Oh! Da habe ich gekriegt. Immer noch nicht tot. Okay, wer ist denn jetzt dran? Er. Dann greif du. Mal. Wen soll er angreifen? Den. Ne. Den hat, du hattest doch ein geiles Ziel. Den. Ne. Den. Okay, wenn du meinst, dann greif ihn an. Aber der ist jetzt tot. Ja. Okay, dann greifst du auch an. Und zwar die Rüstung mit voller Kraft. 4-11, okay. Und du Gift bewährt. Machen wir den. Der ist gut vergiftet. Oh, meine Heilerin oder was es da immer ist. So, die verpasst ihm das hier. Autsch. Minus 2 Rüstung, 3 Rüstung, 5 Rüstung. So ein Rotz. Das zeigst du ihm aber heim. Aber erstmal gucken wir deine Fähigkeiten nochmal an. Zu den Waffen. Beutemarkierung. Beginnt plündern oder über die Gründe. Plündere. Mit 3 Fünfen. Nee. Wir wollen kämpfen. So. 6. Autsch, 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 autsch. Oh. Voll auf die Knochen. Ist er dran? Okay, wer ist jetzt dran? Ich. Ich bin dran. Angriff. Hier 11, 8, 11. Wo ist der da? Den wollen wir. Den greifen wir damit an und gucken mal, was wir verursachen können. 2. Oi, geil. Wer ist jetzt dran? Du. Dann richte ihn. Richte ihn. Machen wir einen Stern, komm. Zack. Plus 1 Ansehen. Sehr schön. Dann kannst du nämlich dahin gehen. Und dann greifst du ihn von hinten an. Auf volle Rüstung. Fördern. Oh, sogar von hinten. Richtig krass. So, sie, die Gute, macht jetzt eine Falle. Nein. Da. Ein Fallregen. Dahin. Stufe 3. Okay. Du latsch damit hin, das ist gut. Keine Ahnung, was das ist mit Y, aber finden wir raus.
So, du machst eine Fähigkeit zu den Waffen. Nein. Was haben wir noch? Beutemarkierung? Auch nicht. Dann raste mal. Oh, shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Wir müssen sie trotzdem in die Falle laufen lassen. Irgendwie. Zack. Gibt mir den oder den? Den. Okay, das ist schon mal gut. Da stehst du auch sehr gut und hast schön bis in die Falle gelaufen. Ja. Dankeschön. So. Kollege, du latscht dahin. Gibt's voll die Breitseite. Okay. Hast du gut gemacht. Ja, ja, du bist auch gleich dran. Du latscht jetzt dahin. Und festnageln. Nee. Wir hacken ihn jetzt voll eine rein. Mal gucken, vielleicht ist das Ende. Nein, daneben, oder? Ne, minus 3, ne? Okay. Du hast einen guten Job gemacht mit deinen Fähigkeiten. Du machst das nochmal. Und sie muss ja hier hin. Kann ich einen wiederbeleben? Ne. Okay. Du latsch jetzt dahin. Und gibst ihm den Rest, Kollege. Tschüss. Nein. Oh, bin ich dämlich. Bin ich dämlich. Naja. Zack. Gib ihm den Rest. Eins. So, du stichst ihm jetzt direkt in den Rücken. Was? Oh. Haben wir es geschafft. Und wieder ein Stern. Plündermodus. Was heißt das? Was kann ich da jetzt machen? Gehen wir mal dahin. Wir müssen plündern. Nein. Angriff. Auf ihre Rüstung. Sehr schön. So, du warst ja nicht der Plünderer, ne? Du warst ja der Gifter. Wen können wir denn da? Ne, du bist noch zu nah. Okay, dann bewegen wir uns. Und zwar dein. Und dann können wir nämlich die Olle vergiften. Glaube ich. Jo. Sehr schön. Du latscht hier hin. Was für eine Fähigkeit hast du? Beleidigen, Heldenepos, brauchen wir nicht. Kannst nichts machen, Zug beenden. Du gehst hier hin. Und hackst dir auch das Gift rein.
Und du machst wieder einen schönen Angriff. Von hier. Okay. Dann ballern wir ihr die Pfeile um die Ohren. 3. Gewonnen. Plus ein Ansehen. Hui. Belohnung, Beförderung, gehärtet durch Blutschmerz, blablabla, gehärtet durch Schmerz. Ist bereit für eine Beförderung. Das sind sie alle. Konsequenzen, verletzt, wurde im Kampf verletzt. Okay, Ansehen plus 11. Das hört sich ja schon mal gut an, oder? Was denkt ihr? Gibt Schlimmeres, kommt. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Kaldan-Mitglieder, Kämpfer, Wahl. Okay. Sie haben alles auf diesen Angriff gesetzt, in der Hoffnung, Abarangs müde Wächter zu überraschen und mit einem Rambock durchzukommen. Es hätte beinahe funktioniert, wenn du nicht dazwischen gekommen wärst. Haha, ich ja. Der Feind zieht ab und lässt dich inmitten des Gestöhnes der Verwundeten und Sterbenden zurück. Dieser dreckige Bastard. Oddleif schluchzt. Sie kniet über den Körper eines Jungen, dem jemand einen Helm aufgesetzt hatte. Einer von Rogas Kriegern. Allerdings noch viel zu jung. Wahrscheinlich hatte er heute zum ersten Mal ein Schwert in der Hand gehalten. Und zum letzten Mal. Nie wieder, fluchte sie, als sie über das Schlachtfeld stürmt. Auf Rogas Kriegzelt zu. Der auf dem Rückzug befindliche und ermüdete Feind reagiert nur langsam. Ott, bleib stehen, rufst du. Doch sie reagiert nicht. Die anderen werfen dir einen kurzen Blick zu, bevor sie ihr hinterherrennen. Sie rechnet mit dem Schlimmsten. Okay. Der muss dann raus. Bewegen. Entfernen. Du kannst. Ne. Achso, die ist da drin, alles klar. Muss ich 9, dann nehme ich Enya. Oh, jetzt kann ich sogar 5 mitnehmen. Herrlich. Dann nehme ich noch so ein Kriegerchen mit hier. So, was können wir denn hier jetzt machen? Fähigkeiten. Wie kann ich sie befördern? Da. Beförderung. Wert erhöhen. Gegenstandsstufe erhöhen. Möchtest du wirklich die Beförderung für 19 Ansichtspunkte? Ja klar. Was haben wir da? Abducken. Festziehen. Da kann ich noch. Okay. Da steht zwar ein Plus, aber versuchen wir es mal. Vielleicht habe ich ja komplett was falsch gemacht, aber wir können es ja mal probieren. So. Und fertig. Die Schlacht beginnt. Das war's. Rogar, du Feigling, stell dich uns entgegen.
Wenn du reden willst, hättest du nur fragen müssen. Jemand muss die anderen rufen. Schützt Roger! Was haben wir denn hier? Gucken. Ah, es sind jede Menge. Roger ist der da wahrscheinlich. Dann nageln wir uns mal auf diese Leute hier fest. Erstmal die Rüstung dezimieren. 5. Sehr schön. Aber es tut mir leid, die 30 Minuten sind auch schon rum. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da, folgt mir, einen Kommentar und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen ja. Wäre auf jeden Fall super geil von euch. Und hoffentlich schaut ihr beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt 30 Minuten mit oder egal welches Format bei der Tops TV. Ansonsten viel Spaß, bye bye und lasst euch gut gehen.